Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme No Man's Sky Interceptor. Und wir machen weiter mit der Main Quest. Wir sollen einen Multi-Werkzeug-Technologie-Händler finden. Was ist denn das da? Okay. Ja, dann werden wir das mal tun. Kann man hier nur irgendwas scannen? Egal, wir wollen uns nicht in Details verlieren. Wow. Also, wir wollen eine Raumstation anpeilen. Wo haben wir denn eine? Da, denke ich mal. Und uns geht langsam das Tritium aus, ne? Wir müssten langsam mal Tritium farmen. Sonst wäre das ja schon doof. Wupsi, Technologiehändler. Hallo? Oh, was ist das denn? Das ist ein cooles Gerät. Boah, guck mal, wie viele Plätze der auch hat. Millionen. Obwohl, das sind nicht unbedingt mehr Plätze, als wir haben, oder? Den könnten wir eintauschen, dann verlieren wir das alles, ne? Naja, wir besuchen ihn mal. Wir sollen ihn ja besuchen, laut Quest. Bla bla bla. Der Technologiehändler möchte seinen neuen Waren zeigen. Darunter eine mächtige Modifikation für mein Multiwerkzeug. Upgrade-Modul. Upgrade-Module sind bereits gebrauchsfertig und müssen nicht mehr hergestellt werden. Kaufe Upgrades bei den Technologiehändlern. Bla bla bla. Jedes Upgrade ist einzigartig. Zieh dich in jeder Raumstation und sende Upgrades um. Jede Schlüsseltechnologie unterstützt 3 Upgrade-Module. Ah, okay. Also was wir jetzt bekommen haben, ist ein Upgrade-Modul. Genau, ein Blitzwerfer-Modul. Das wir schon haben, oder? Nee, warte mal. Plus 1, plus 1, plus 2. Warte mal, wenn ich das jetzt mal hier hin verschiebe. Das ist das Gleiche. Wir können aber einen Platz dazu kaufen. Wir haben nur so ein Dings-Dings-Bums. Bla 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 bla, genau. Und dann können wir noch hier unten einen hinmachen. Ah, das sind zu viel, oder wie? Stern, die Elektrik. Was machen wir denn hier weg? Also das auf keinen Fall. Plus 8, minus 15. Denn das hier. Dann machen wir das mal ins Schiff. Genau.
Und für einen Anzug noch was? Da hätten wir noch was. Warte mal. Dann können wir die ja verschieben, ne? Ja, zum Beispiel. Das kann ja hier hin. Das können wir alles ein bisschen hier hin machen. Das kann hier hin. Oder? Es hat nichts gebracht, nee. Oder kommt das hier mit hin? Das kommt hier mit hin, oder? Oder haben die vorher schon geleuchtet? Ah, die haben vorher schon geleuchtet, also ist egal. Es ist egal. Gut, dann haben wir ditte. Wenn du bereit bist, kehre im Weltraum zurück und tritt mit Apollo in Kontakt. Die Technologie an der Station, bla bla bla. Du bist nicht allein. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Kein Grund zur Eile. Fragen, wer er ist. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Bist du bereit? Das solltest du sein, denn dieser Job wird es in sich haben. Du wirst womöglich eine ganze Weile nicht zu deiner Basis zurückkehren. Okay. Schön, die Jagd kann beginnen. Ich habe auf der Welt eine Korvax-Einrichtung entdeckt. Die Störung in deinem Übertragung ist ein Hinweis. Der Korvax könnte sich aber als Mitglied einer anderen Spezies ausgeben. Lass dich nicht täuschen. Die synthetischen Liam-Spionage. Okay. Husten. Ich bin kein Roboter, ich wurde wie du geboren. Das hier ist aber keine Welt des Fleisches. Mein Gehirn, meine restlichen Organe, alles wurde in diese Hülle transferiert. Das bin ich. Fragen, wie das passiert ist. Ich habe meine Rache zur gegebenen Zeit verübt. Mehr musst du nicht wissen. Ein ganz geheimnisvoller Typ. Also gehen wir doch mal davon aus, dass die Wächter diese Portale benutzen, um herumzukommen. Wie werden sie aktiviert? Wir müssen sie beobachten. Wir müssen sie anlocken. Und was gäbe es Besseres als den Angriff auf eine geheime Korvax-Fabrik? Wächter und Korvax sind beide Roboterlebensformen. Sie haben zu viel gemeinsam. Das ist mehr als nur ein Zufall. Okay. Betritt die Fabrik und hacke das Terminal. Wenn wir Daten über die Wächter bekommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir so viele angelockt, dass wir die Energiesprünge auf dieser Welt verfolgen können. Dann gehören die Portale ganz schnell uns. Apollo nickt mir zu. Zum ersten Mal spüre ich Respekt in seiner Geste. Die ungefähren Koordinaten der versteckten Anlage wurden in den Navigationsrechner meines Raumschiffes eingegeben. Okay, wir müssen kämpfen. Kein Problem. Auf diesem Planeten. Auch kein Problem.
Wir haben jetzt auch irgendwie diesen Schild. In diese Richtung. Apropos, einmal ganz kurz. Guck mal, da ist Nanit. Nanit. Guck mal, das könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Nanit. Das sind echt coole Felsen hier. Sonnenrebe. Ah, wir müssen den da kaputt hauen. Kann man hier vorher speichern? Ja, kann man. Das werden wir tun. Und jetzt müssen wir den ausschalten. Seid ihr bereit? Go. Wieso bin ich denn jetzt hier vergiftet? So, einfach ganz cool bleiben. Schaden machen wir jetzt so ganz gut, ne? Fallen um wie die Fliegen.
Erster Supporter. Boah, lol. Auf damit! Jetzt wird's aber knapp. Er ist gleich down. Wir haben ihn. Oh, noch einer. Okay. Kann ich das hier irgendwie aufladen? Wir cheesen ihn einfach weg. Yeah! So. Hey, es reißt nicht ab. What? Wir haben ihn. Die droppen immer Schildheilung.
Sorry, dass ich wenig rede, aber ich konzentriere mich irgendwie, cool zu bleiben. Damit wir das hier eintüten. Also der noch. Jetzt müsste nur noch der Große sein. Gott sei Dank machen wir genug Schaden, ey. Gott sei Dank. Was? Noch mehr? What? Okay. In die Höhle. In die Höhle, in die Höhle, in die Höhle, in die Höhle. Ionenakku und ein Kabelbaum. Kabelbaum haben wir nicht, aber ein Ionenakku können wir machen. Okay, die Großen kommen auch hier rein. Aber mit Gelände kommen die nicht so gut klar.
Ah, die Wächter suchen. Okay, wir lassen ihn mal zu Ende suchen. Entdeckt. Ah, das gefällt mir. Wir schießen uns hier einfach durch, Leute. Wir haben gar keine Muni mehr. Können wir uns ganz schnell herstellen. Geil. Mehr bekommen wir dafür nicht? Ich dachte, wir bekommen ein bisschen mehr vielleicht. Aber okay. Cool. Oh, wir haben kein reines Ferrit bei... Das ist nicht so schlimm. Wie viel brauchten wir? Kann man das hier nicht?
Raumschiff zu weit weg. Irgendein Shit, den wir nicht brauchen. So. Das Terminal enthält ein Upgrade-Modul für meinen Exo-Anzug. Ich finde aber kaum Hinweise auf Apollo. Der Korvax hat diese Welt wohl bereits vor ein paar Tagen verlassen. Anscheinend wurde er zu einer Flottille zurückgerufen. Irgendwas bereitet ihm Sorgen. Fabrikprotokoll untersuchen. Dieser Ort scheint mehr als nur eine Fabrik gewesen zu sein. Es war ein Zuhause der Korvax, der hier lebte. Er scheint hier selbstständig experimentiert zu haben. Videos überprüfen. Einer der internen Sensoren hat Bewegungen in der Fabrik aufgezeichnet. Er zeigt mir ein Video von der Lüftung zu meinen Füßen. Ich bin hier drin nicht alleine. Anleuchten. Ich leuchte die Stelle an. Es ist eine kleine, haarige Kreatur, die vor Angst zittert. Sie gibt einen Schrei von sich. Das Tier scheint schon eine Zeit lang hier gelebt zu haben. In der Ecke sind ein Nest, Essensreste und ein kleiner Teller und sogar Spielsachen zu sehen. Das Tier scheint dem Korvax gehört zu haben. Laut meinem Scanner ist es schwer krank. Es wird auf jeden Fall sterben. Heilung ausgeschlossen. Das Tier füttern. Ich füttere die Kreatur. Nervös nimmt sie den Kohlenstoff und fängt zu essen an. Kurze Zeit später hustet sie ihr Essen größtenteils wieder aus, setzt den Vorgang aber einfach fort, wobei ihr Maul bei jedem Bissen zittert. Ich verlasse den Fabrikkomplex und überlasse die Kreatur ihrem Schicksal. So, und was habe ich? Ich habe irgendwas für meinen Exo-Anzug bekommen, ne? Okay. Achso. Ich guck nochmal, ob es hier drin noch was gibt. Dann speichern wir und dann beenden wir die Folge. Heute mit Überlänge, aber wir waren ja im Kampf und so. So, Speicherino. So. Na gut, Leute, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bedanke mich, genau, habe ich schon gesagt. Und was wollte ich sagen? Genau, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein, macht's gut und tschüssi.